Welcher Band hat dir bisher am besten gefallen und warum? Welcher Band hat mir bisher am besten gefallen? Ich lehne mich gerade zurück zum Nachdenken, dabei kann ich ja währenddessen weiter blinken. Boah, das ist schwierig. Ich glaube, der Feuerkelch. Echt? Einf ich, ja, also natürlich ist es so, dass Harry Potter ist ja auch so ein klassisches Beispiel, wo halt eben die Reihe mit dem Leser mitwächst. So. Genau. Das heißt, je weiter ich in den Bänden lese, desto eher kommt es an mein, ich nenne es jetzt mal hochgestochen, Leseniveau ran. So. Aber das versuche ich jetzt gerade mal so ein bisschen außer Acht zu lassen. Und wenn ich jetzt wirklich rein plotmäßig gehe, ist es, glaube ich, wirklich der Feuerkelch, weil ich das Trimagische Turnier sehr genossen habe zu lesen, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Und ja, wir hatten uns da im Vorfeld auch über das eine oder andere Plothole unterhalten. Ja, natürlich. Gebe ich dir auch recht. Aber ich glaube, das wäre so der Teil, der mich als Kind oder Jugendliche dann am meisten fasziniert hat. Ich meine, ich weiß nicht, was noch kommt. Und natürlich ist der Orden des Phönix auch großartig mit den ganzen Nebencharakteren und man lernt Sirius besser kennen. Und dann halt natürlich das ganze Geplänkel mit Umbridge, ne? Ja. So, da leidet man halt natürlich mit. Oh ja, oh ja. Ja, aber ich glaube wirklich am atmosphärischsten war, glaube ich, das Trimagische Turnier. Ja, für mich ist es tatsächlich der Band davor. Für mich ist es der Gefangene von Azkaban. Und zwar aus dem Grunde, weil da zum ersten Mal die Dementoren auftauchen. Und die Ja. Dementoren sind ja praktisch ein Sinnbild für Ängste, Depressionen, auch Ja. Laster, die man mitgenommen hat, auch vielleicht aus der Schulzeit, weil Kinder sind nicht immer gerade Engelchen. Das braucht man, glaube ich, niemandem zu erzählen. Ja? Ja. Und der dritte Teil war für mich halt so wichtig oder ist mir so in Erinnerung geblieben, weil es halt eine zentrale Rolle gespielt hat, diese Kreaturen, die die Personifikation von Angst sind, halt abzuwehren, sich auf schöne Dinge zu konzentrieren, dass genau das dagegen hilft und so. Ne? Abgesehen Ja. von vielleicht Schokolade, was immer hilft. Ja, aber Aber Schokolade ist ja eigentlich auch mehr zur Nachbereitung, ne? genau. Aber das war für mich so das Wichtigste. Also ich habe da diesen Moment richtig so mitgefühlt, wo es Harry das erste Mal gelingt, dann wirklich einen gestaltlichen Patronus heraufzubeschwören. Das Ja. war so mein absolutes Highlight. Deswegen ist auch der dritte Film tatsächlich mein Lieblingsfilm, ebenso wie das Buch. Ja. Oh ja, da hatte ich auch einen interessanten Effekt, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ja, die Filme hatte ich ja schon vor ein paar Jahren mal gesehen, obwohl ich ja die Bücher noch nicht gelesen hatte. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch schon ein paar Jahre her und ich habe jetzt für mich mir auch vorgenommen, dass ich die Filme erst wieder schaue, wenn ich die Bücher alle durchgelesen habe. Und tatsächlich, klar, man hat natürlich die Schauspieler vor Augen, ne? Daniel Radcliffe, Emma Watson, die sowieso. Emma Watson, Aber. oh ja. Aber gerade was so die Szenerien angeht und okay, Hogwarts jetzt vielleicht nicht, weil Hogwarts ist schon sehr einprägsam, aber was so die Szenerien angeht, muss ich sagen, dass es lange genug her war, habe ich gemerkt bei mir, dass ich die Filme gesehen habe, als dass ich mir das nicht in meinem Kopf hätte selber bauen können. Also ich bin der Meinung, wenn ich jetzt dann im Anschluss die Filme nochmal schaue, wird es ganz anders aussehen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das fand ich ziemlich schön. Tatsächlich war es auch so, dass ich in Band 2 gemerkt habe, die Kammer des Schreckens, dass ich komplett den Plot vergessen hatte. Und es ist ja so ein bisschen so ein Rätselratenband, ne? Also mit dem Tagebuch und wo ist die Kammer des Schreckens und der Basilisk, ne? Wo sie erst rausfinden müssen, was es ist. Und klar, als dann die Stichworte gefallen sind, Basilisk und Co., logisch, aber bis da, ich habe einen großen Teil, habe ich echt wieder mitgerätselt. Das war lang genug her. Da wäre dann noch die Sache, weil wir es schon angeschnitten haben. Was sind denn deine beiden liebsten Plotholes in dem, was du bisher gelesen hast? Wo dachtest du dir so, ihr seid in einer Welt voller Magie, die Lösung ist eigentlich total simpel? Ich glaube, die Lösung, die mich am
die mich am meisten genervt haben, weil sie am simpelsten waren, hätte man nicht mal mit Magie lösen können, sondern einfach das Maul aufmachen und reden. Aber das ist, glaube ich, das Problem, weil es ein Teenie-Roman ist und nicht unbedingt, weil es ein Zauberer-Roman ist. Ja, ich glaube, ich bin da aber auch mit zwei zwinkernden Augen dran gegangen. Also weil es gibt einfach so viele Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ja, mach doch dieses, mach doch jenes, aber ich bin dann so jemand und denk mir, hättest du in dem Alter da dran gedacht? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin da sehr, sehr verzeihend, was Plotholes angeht. Also ich bin da direkt bei zwei spezifischen Stellen, die mir immer wieder brühwarm einfallen, wenn ich die Reihe höre oder auch wieder lese. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt im Chat auch geht damit. Und zwar, das erste Plothole ist auch in der Kammer des Schreckens. Und zwar sagt er ja, der Basilisk kriecht durch die Abflussrohre. Es gab in Hogwarts keine Toiletten oder so gesehen, dann Abflüsse bis ins 18. Jahrhundert rein. Da ist Slytherin schon 700 Jahre weg gewesen. Und die Röhren sind, glaube ich, auch nicht so groß gewesen. Ne? Also, das ist das Erste, die Fortbewegung des Basilisken durch das Schloss. Und vor allem stelle ich mir vor, wie einfach diese riesige Schlange vom... War es der erste oder der zweite Stock, wo Myrtes Klo war? Oh Gott, da fragst du mich was. Okay. Sagen wir, das Stockwerk, in dem Myrtes Klo war, wenn er von da bis zur Bibliothek oder so einmal quer durchs Schloss am helllichten Tag spaziert, ne, dass es niemandem auffällt. Das war das erste Plothole. Und das zweite, da habe ich mit dir auch schon drüber gesprochen, ist auch im Feuerkelch. Und zwar habe ich jetzt das Hörbuch gerade wieder mal beendet. Also für mich ist jetzt gerade so die Zeit wieder, wo ich nochmal alle Bücher höre und einfach nur entspanne und genieße. Und im vierten Teil habe ich mich gefragt, wenn keinerlei Zauberbeschränkungen sind beim Labyrinth der dritten Aufgabe, warum ist niemand auf die Idee gekommen, sich einen Besen zu besorgen und einfach über das Labyrinth weg bis in die Mitte zu fliegen? Sicher, es ist für den Plot relevant, aber es sind so die Sachen, die einem dann auffallen, wo man sich denkt, du hast diese Lösung schon mit Bravour für eine Aufgabe davor eingesetzt und jetzt kommst du nicht mehr drauf. Es wäre ja langweilig. Ja, ich weiß, aber das sind so die beiden Plotholes, die mir am prägnantesten in Erinnerung geblieben sind. Ich bin eh der Meinung, dass ich viel, viel mehr mit Accio lösen lassen würde. Oh ja. Gut, dann sollen wir noch ein Fazit ziehen, bevor wir wieder zum nächsten Band wechseln. Können wir machen. Soll ich diesmal anfangen? Ja, gerne. Ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch. Und bei mir ist es gerade so, dass ich einfach merke, obwohl ich die Bücher jetzt erst lese und nicht im Zielgruppenalter bin, wie einnehmend die sind. Also wie auch wirklich ich einfach in der Welt verschwind, wenn ich lese. Und das und dieses irgendwo doch auch Heimatgefühl, was es in einem auslöst, was halt die ganzen Die Hard schon ewig langen Harry Potter Fans wahrscheinlich kennen, dass sie sich einfach in Hogwarts zu Hause fühlen, dass das bei mir so einschlägt, das ist bei mir eine 5-Sterne-Bewertung und da bin ich einfach so und sage, das ist gut. Wenn ich sie vielleicht dann nochmal lesen würde, gäbe es viele Kritikpunkte, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, ob ich es mir überhaupt so kaputt machen will. Ich glaube, den schlimmsten Kritikpunkt, den ich nennen kann, ist für mich als jemand, der auch schon sein Leben lang relativ gut beisammen ist, der Umgang mit den Dursleys. Ja. Die Beschreibung der Dursleys. Also das, was ja schon so ein bisschen in Richtung Fettshaming geht, weißt? Mhm. Also so, nachdem ich dann das dritte Mal gelesen habe, dass Papa Dursley keinen Hals hat, hatte ich dann auch verstanden, dass er ein bisschen korpulent ist. Ja, also das fand ich ein bisschen, das ist das, was mich am meisten gestört hat, schon beim ersten Mal lesen, aber trotzdem über alles hat es die Leseerfahrung nicht ruiniert. Da guckt man einmal nicht hin und hat einen Holzbalken über dem Kopf. ja, also von daher, ich in meinem ersten Durchlauf weiß ich einfach zu schätzen, dass es mich jetzt noch so mitnimmt. Und deshalb sind es jetzt erstmal 5-Sterne-Bewertungen. Ob ich es nochmal lesen werde, weiß ich nicht. Ja, da kann ich zumindest sagen, bewerte ich als jemand, der die schon häufiger durchgelesen hat und auch immer wieder in den verschiedensten Altersgruppen, bewerte ich mit 4,5 Sternen.
Und das eben aus den Gründen, wie, wenn man halt älter wird, merkt man auch mehr diese Kritikpunkte und so weiter, die aber, wie zum Beispiel diese Fatshaming-Sache, ja auch aus der Feder des Autors bzw. der Autorin stammt, ne? Was dann auch noch so eine Einstellungssache ist, die ich jetzt aber nicht gerade vertiefen möchte. Und es hat halt, wie gesagt, einige Handlungsstränge, die Schwächen haben und auch Charakterentwicklung, ne, die sehr, sehr plötzlich passieren. Du wirst in den letzten Bänden noch was mehr davon mitkriegen, deswegen sage ich da nichts Genaueres zu, ne? Aber es ist so, wie du ein 4,5-Sterne-Buch beschrieben hattest. Es ist ein kleiner Müh, wo ich selbst als wahnsinnig großer Potterhead sagen muss, der objektiv gesehen dem Buch noch fehlt, deswegen 4,5 Sterne. Trotzdem Leseempfehlungen auch für Leute höherer Altersklassen. Kann man sich noch gut geben, kann man drin abtauchen. Und wenn es einfach nur mal ein kleiner Flashback zurück ins Alter von 11 Jahren ist. Oh, ich hatte mich eigentlich schon tatsächlich gefreut. Ich habe zwei Neffen. Und ich habe mich eigentlich schon darauf gefreut, dass ich dann die coole Tante bin, wenn mein ältester Neffe 11 wird, dass er dann von mir den ersten Band kriegt und irgendwie, weiß nicht, einen Schal oder so. Jetzt hat sich die Mama aber dieses neue Boxset zum Geburtstag gewünscht. Und das hat man natürlich erfüllt. Und jetzt hat sie die Bücher halt im Haus schon. Also von daher. Ja. Aber ja, ich hoffe, meine Neffen kommen auch dazu, dass sie das mal lesen werden. Aber wenn ich da meine Schwester so kenne, dann auf jeden Fall kriegen wir das in die Hand gedrückt. Mal kurz eine bauliche Frage. Ja. Für den Boden nehmen wir ja Jungle Planks, ne? Wie du Hat möchtest, du man kannst gesagt, entscheiden. laut Muster. Soll ich da ganze Plankblöcke reinsetzen oder soll ich da Slabs machen? Planks, Um ja. irgendwie. Damit wir komplette Blöcke haben, dass sich nichts durchbackt, kein Wasser durchläuft oder so. Okay, alles klar. Gut. Möchtest du dann auch mit dem nächsten Buch aufspielen? Dann können wir ja so im Ja, Ping-Pong-Prinzip gehen. genau. Was nehme ich denn da jetzt? Weil, wie gesagt, bei mir ist die Chronologie eigentlich wurscht. Sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 11, bitte. Sieben, weil wir gerade bei Harry Potter waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelch und Schwert. Kelch und Schwert von Glenna Reynolds, glaube ich. Das ist ein historischer Roman. Wenn ich mich richtig erinnere, ein bis ganz, ganz wenig Fantasy-Anteil, den ich aus dem Fundus meiner Schwester habe. Und das ist, glaube ich, ja wirklich eine historische Romanze eigentlich. Entweder in Schottland oder in Irland. Ich weiß es nicht mehr genau. Und warum ich das Buch aufgenommen habe, also wie gesagt, dann habe ich im Fundus meiner Schwester mal gefunden. Und warum ich den aufgenommen habe, wegen des Namens des Hauptcharakters. Weil ich weiß nicht, inwieweit du da Bescheid weißt, aber es gibt ja einen Grund, warum mein Nickname Sari oder Sariline ist. Das stammt von einem alten Alter Ego von mir, den man sich halt mal für Mittelaltermärkte zugelegt hat, der auf dem keltischen Namen Ceridwen basiert. So, Und der erste Volldulli, dem ich mich so vorgestellt habe, meinte halt das Ganze wie S aussprechen zu müssen, also Ceridwen. Und da wurde dann die Koseform Sari draus und ja, deshalb heiße ich so heute, wie ich heiße, obwohl es eigentlich Carrie heißen müsste. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin da relativ zufrieden, weil ich mag den Klang so auch lieber. Ja, aber das war gerade die Zeit, in der ich mir diesen Namen zugelegt hatte. Und der Hauptcharakter heißt eben Ceridwen. Und ich glaube, das war so das Buch, bei dem ich gemerkt habe, dass Romanzen nicht so mein Ding sind. Ich muss auch sagen, vielleicht war ich ein bisschen zu jung noch dafür. Weil, ja, wie gesagt, Zeitraum Alter 9 bis 18. Und ich glaube, das war eher so in der ersten Hälfte dieses Zeitraums, wo das Buch mir begegnet ist. Und ja, es ist halt für Erwachsene geschrieben, sagen wir es mal so. Und ja, es war nicht kitschig, das zumindest nicht. Oder ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass es übermäßig kitschig war.
Und ich mochte halt die Atmosphäre sehr gern, die Landschaften und die und das spielt, glaube ich, in einem Schloss oder in einer Burg oder zumindest irgendwie in einer Festung oder sowas und halt eben diese Atmosphäre, die da beschrieben wurde, fand ich sehr, sehr angenehm und überhaupt, ich liebäugle ja sowieso so ein bisschen mit den britischen Inseln und dem Flair und so. Ja, das steht auf meiner Liste und als Fazit, ich hab's immer noch hier. Reicht das als Fazit? Ja, ich würde sagen schon. Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob meine Schwester noch weiß, der es ja ursprünglich gehörte. Ah, wo ist denn unser Bunker nochmal? Außenrum. Außenrum. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Schwester, der es mal gehörte, ob die das großartig vermisst. Anscheinend nicht, weil sie hat mich noch nie danach gefragt. Aber bei mir wird's bleiben. Möchtest du noch bewerten? Es ist schon so lange her. Ja, Wenn ich jetzt wenn aus nicht, dem dann Bauch, nicht. ja, also wenn ich aus dem Bauch raus sagen müsste, würde ich sagen so 3,5. Ja. Gut. Du machst chronologisch weiter? Ja, ich habe Also tatsächlich. ich hab dir deine Chronologie wahrscheinlich komplett zersprengt, ne, mit Nein! Aragorn und Harry Potter Nein, schon. nein, Nein? nein. Hast du? Eragon kam klein wenig später, aber Harry Potter war wirklich, wie gesagt, das allererste, wo ich angefangen Ah. habe. Sehr schön. Und ja, das nächste, was ich hätte, ich habe die ganzen, wie gesagt, chronologisch geordnet, war, das habe ich auch im Alter von 9 gelesen, das ist jetzt also 15 Jahre her, war Flucht nach Zarathera von Moni Nilsson Brandström. Und es geht praktisch darum, dass der tyrannische Herrscher Pharos, der sich selbst zum Kopf des Landes Orien aufgeschwungen hat, auf der Jagd nach dem Schatz eines Gottes namens Sestae ist und dabei halt wirklich keine Grausamkeit scheut. Und er fällt dann in das kleine Gebiet Hermelitia ein. Das ist die Heimat von zwei Zwillingen, die Herm und Julia heißen und mit ihrem Vater dort gemeinsam leben. Der Vater ist Spielmann und weiß mehr über das Geheimnis von diesem Schatz. Und notgedrungen, als Pharos in Hermelitia einmarschiert, gibt der Vater dieses Geheimnis an die Kinder weiter und überlässt ihnen gleichzeitig noch einen Gegenstand, der sich wohl als ein wichtiger Teil zu diesem Geheimnis erweisen soll. Und er weist halt die beiden Kinder an, nach Zarathera zu fliehen, um sich so gesehen unter den Schutz der Königin Zara zu begeben. Und ja, es ist meiner Meinung nach nichts, was jetzt so sonderlich tiefgründig ist. Aber als ich nochmal durchgeblättert habe, ich habe die Bücher tatsächlich alle noch hier stehen, die ich gelesen habe, ne? Da konnte ich die dann nochmal so zur Hand nehmen. Das war auch eine sehr schöne Zeitreise, sich hier drauf vorzubereiten. Da ist mir also aufgefallen, einige Parts sind wirklich, wirklich gut gemacht, was so, könnte man sagen, RPG-mäßige Konflikte angeht, ne? Also sprich, Zusammentreffen mit einer Diebesgilde oder so, um an Untergrundinformationen zu kommen, welche Leute man in einer Stadt trifft oder so. Sprich, begibt man sich in Spelunken oder ist man auf dem Marktplatz, je nachdem, was man wissen will. Da sind sehr, sehr schöne Teile dabei. Und da kam mir tatsächlich so der Gedanke, weil es ein recht kleines Buch ist, will ich vielleicht nochmal reinlesen, denn vielleicht mal so als Randfakt zu mir, ich schreibe auch eigene Pen-and-Paper-Sessions, momentan noch für ein festgelegtes System, entwickle aber auch an einem eigenen. Und da liebe ich es halt aus verschiedensten Quellen Input zu beziehen, der mir irgendetwas gibt, wo ich denke, das auszuspielen ist mit Sicherheit cool. Ja, abschließend würde ich vielleicht noch sagen, das Buch bekommt von mir 2,5 Sterne vom Stand her. Und das wäre halt dem geschuldet, dass es halt wirklich nichts war, was so aus der Masse für mich rausstach. Ich habe mich nicht genau an Details davon erinnert, aber es war auch nichts, was mir negativ aufgefallen ist. Daher würde ich sagen, gutes Mittelfeld ist eher für jüngere Kinder und Jugendliche geschrieben. Also nur eingeschränkt empfehlenswert für Ältere. Gut, möchtest du wieder weitermachen? Ja, kann ich gerne. Dann wäre es jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10. Ich benutze ich da jetzt einfach für, wenn das in Ordnung ist. Eine Zahl zwischen 1 und 10. Dann nehmen wir die 8. Die 8. Ja. Das Buch ohne Namen. Oh Oh. ja. Das Buch ohne Namen. Das habe ich gesehen im Urlaub. Da war ich mit meinem damaligen Partner im Urlaub
Und natürlich musste Sari dann irgendwo in den Buchladen und sah da dieses Buch stehen, liegen, was so ein bisschen Optik hat wie ein abgefranstes braunes Lehrbuch, ist halt aber natürlich ein normales Taschenbuch, mit einer goldenen Schrift, auf dem halt steht, das Buch ohne Namen. Und das ist einfach ein Titel, der zieht. Oh ja. Und dann nimmt Sari das Buch in die Hand und dreht es um und liest oben drüber die Tagline. Ich habe es gerade hier. Jeder, der dieses Buch liest, stirbt. Doch nur wer es liest, weiß warum. Hm. Ja, ich glaube, unnötig zu erwähnen, dass ich nicht ohne dieses Buch den Buchladen verlassen habe. Worum geht's? Wir folgen unter anderem unserem vermutlich Hauptcharakter, dem Bourbon Kid, einem brutalen Serienmörder, glaube ich. Kann man so bezeichnen, denke ich. Und einigen anderen dubiosen Gestalten durch eine Stadt in den USA namens Santa Mondega, in der auf einmal das totale Chaos ausbricht, weil ein gewisses Amulett verschwindet aus dem Museum, glaube ich. Ja, das war mein erster Thriller, glaube ich. Also das Buch ist ganz, ganz, ganz entfernt ein bisschen Fantasy. Also dieses Amulett, was verschwindet, hat so ein bisschen magische Eigenschaften. So. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein Thriller und relativ blutig und nimmt sich selbst auch nicht so ernst und ist auch ein bisschen dreckig und ein bisschen straight raus und spätestens nach dem ersten Kapitel, also wer das erste Kapitel dieses Buchs gelesen hat, wird wissen, dass man einfach weiterlesen möchte. Das ist der Auftakt zu einer insgesamt 7-bändigen Reihe, wobei es nach Band 4 ein bisschen einen Cut gibt, weil da ein neuer Protagonist mit ins Spiel kommt, der rote Irokese, ebenfalls Serienmörder. Also dem sein erstes Buch heißt Psychokiller. Dementsprechend ist es auch aufgebaut. Ja, Band 1 absolut großartig, Band 2 krankte etwas, aber war noch gut. Danach hat es ein bisschen nachgelassen und mit diesem Reboot mit den roten Irokesen war es wieder gigantisch. Das Ganze ist von einem Autor, der sich selbst unter den Namen Anonymous gesetzt hat. ja, das ist eine Reihe, da muss ich echt überlegen, wie ich die zusammenfasse, wie ich die beschreibe. So was die für mich so bedeutet und was da eigentlich hängen bleibt. Ich glaube, hängen bleibt, dass man verblüffend oft lachen kann bei so vielen relativ derben Szenen. ja, also Band 1 ist eine straight-up 5-Sterne-Bewertung bei mir. Danach wird so im Halbsterne-Schritt ein bisschen kürzer, bis eben dann Installation Nummer 5, wo es dann wieder so in den 4,5-Sterne-Bereich geht. Und jetzt kam Ende letzten Jahres der Band raus, der angekündigt war als die Konklusion des Ganzen, wobei das mit einer sehr anonymen, typischen Verabschiedung endet, was mich so ein bisschen daran zweifeln lässt. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt ganz in Ordnung, wenn das wirklich nach 7 Bänden dann enden würde, aber absolut großartig. Eine Charaktervielfalt, eine Charaktertiefe auch und ganz, ganz viel Witz und ganz, ganz viel Blut und andere Körperflüssigkeiten. Ja, dann übergebe ich wieder an dich mit dem Nächsten. Bei dem Nächsten würde ich zumindest für die Leute auf YouTube dann an der Stelle eine ganz kleine Triggerwarnung rausgeben. Auch wenn es sich um ein Kinderbuch handelt, geht es dabei um
die Thematiken Umgang mit dem Tod und Selbstbestimmung über das eigene Leben. Also sprich, wir Ja. geben jetzt einfach mal Leuten, die das eventuell skippen möchten, vielleicht können wir da ja einen Timestamp oder so einbauen. Kriege ich bestimmt hin, ja. Genau, dass man das überspringen kann. Und zwar, das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist von Astrid Lindgren, Die Brüder Löwenherz. Und da geht es praktisch darum, dass der 9-jährige Junge Karl schwerkrank ans Bett gefesselt ist und praktisch die Tage nur einen nach dem anderen im Liegen verbringt. Und obwohl ihm niemand das so direkt sagt, weiß er eigentlich, ich werde nicht mehr lange auf dieser Welt weilen. Und dann kommt es eines Tages so weit, dass sein 13-jähriger Bruder Jonathan ihm von einem Land erzählt, das Nagiala heißen soll, wo man angeblich nach dem Tod einen weiteren Neuanfang so gesehen wagen kann, ohne dann irgendwie Laster, die man aus dem Diesseits mitgenommen hat. Und das tröstet den kleinen Karl, der von seinem Bruder liebevoll Krümel genannt wird, auch, und er geht so gesehen ruhiger damit um. Das ist auch deswegen wichtig, weil kurze Zeit später es zu einem Brand im Haus der Brüder kommt, wo Jonathan sich schließlich, um seinen kleinen Bruder zu retten, mit ihm aus dem Fenster stürzt, dabei aber selber leider verstirbt. Und kurze Zeit später ereilt leider auch den kleinen Karl, als er eines Nachts dann halt fühlt, heute wird die Nacht sein, in der ich sterbe, zieht es ihn so gesehen auch weg aus dem Diesseits und er wacht tatsächlich in Nagiala auf, in einem wunderschönen Land im Kirschtal, wie es so heißt. Und er trifft auch wieder mit seinem Bruder zusammen und man sollte ja eigentlich denken, alles ist gut, aber auch da kommen später Probleme mit Machthabern in dieser Welt zustande, die dazu führen, dass eben das idyllische Leben der Brüder nicht so lange währen darf. Und ja, was dieses Buch für mich besonders macht, da kann ich direkt auch mal sagen, es sind für mich 5 Sterne. Auch wenn es ein Buch ist, das ursprünglich auch sogar für recht junge Kinder geschrieben ist, geht es praktisch mit einer Thematik einher, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ist im gesamten Buch, selbst bei den schönsten Szenen, schwingt immer so mit, wie gehe ich damit um, wenn ich jemanden verliere? Was macht das mit mir? Wie bereite ich mich selbst darauf vor, wenn ich irgendwann mal diese Welt verlassen muss, wann auch immer das sein wird? Ne? Und genauso verfügt man mit voller Entscheidungsgewalt über sein eigenes Leben, darf man das, sollte man das, etc. Ne? Also, wenn man das als Erwachsener liest und sich wirklich dann auch darüber klar wird, was das Buch zu diesen Themen zu sagen hat, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Note. Und ist dann wiederum, würde ich sagen, ein ziemlich, ziemlich großartiges Stück Literatur. Ist das auch verfilmt worden? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Wenn es einen Film dazu gibt, habe ich ihn nicht gesehen. Ich besitze nur das Buch mit halt Illustrationen noch. Also ich habe zumindest ein Ja. etwas bildhafteres Verständnis. Es ist auch ein recht kleines Buch, ist auch was, was unser einer in einem Nachmittag durchliest, ne? Aber wiederum diese Thematik, die zwischen den Zeilen mitschwingt, wofür Lindgren damals tatsächlich auch stark kritisiert worden ist, weil es ja ein Kinderbuch war, ne? Ja. Die finde ich wiederum ist so unfassbar wichtig, wenn man da selber mal sich drüber klar wird oder drüber nachdenkt, ne? Ja. Und das ist halt so, wie du sagtest, das Buch macht was mit einem. Ja. Ja. Ja, ich frage deshalb, weil bei dem Titel hat es bei mir irgendwo Richtung Film geklingelt, wobei ich aber auch sagen muss, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, dann muss ich den Film in einem Alter gesehen haben, wo die Message so noch nicht rüberkam. Also wo es für mich wirklich ein reiner Kinderfilm ohne irgendwie Tiefgang noch war. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Der Chat hilft uns gerade. Hive-Intelligenz ist großartig. Es gibt eine Verfilmung von 2013. Und 2013. Oh Gott, da war ich ja, da war ich eigentlich schon in dem Alter gewesen. Dann, okay, dann erinnere ich mich an den falschen Film, aber der Titel sagte mir was, ja. Ja, klar, weil es gab ja auch Richard Löwenherz historisch und so weiter, Ja, ne? gut, klar. Nee, aber tatsächlich die Brüder Löwenherz von dem Film habe ich gehört, aber ich habe dann, glaube ich, einen anderen Kinderfilm mit Brüdern oder so mal gesehen. Ja. Ja, möchtest du dann weitermachen? Was bleibt noch? 1 bis 9? Dann nehmen wir mal die 2. Die Bissreihe. Oh Gott. Da habe ich ja, da Warte, habe ich ja vor ich muss meinem. mich kurz Ja. eingraben gehen. Ja, mach. Du, ich werde mich da auch kurz halten, weil ich habe ja kurz vor meinem Kanal-Shutdown habe ich da ja ausführlich eigentlich drüber geredet. Ja, aber es sei hier gesagt, ja, ich habe Biss gelesen.
Und ja, ich war damals in der Zielgruppe und ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und als Jugendbuch ist das wunderbar. Natürlich kann man darüber seine Meinung haben, wie man will, und Vampire glitzern nicht, das weiß ich auch. Aber ja, für das, was es ist, macht es seinen Job gut. Das Einzige, was ich da wirklich kritisiere, ist halt, dass es so ein bisschen ein zweifelhaftes Frauenbild vermittelt. Mhm. Nicht nur, weil der Hauptcharakter geschrieben ist wie ein Stück Pappe, sondern auch, weil sie halt Dinge mit sich machen lässt, die so nicht okay sind in einer gesunden Beziehung, bin ich der Meinung. Um aber mit was Positivem zu enden, ich finde, bis heute immer noch ist die Twilight-Filme dann, finde ich immer noch bis heute eine der akkuratesten Buch-zu-Film-Adaptionen, die ich kenne. Mhm. Also da ist überraschend viel, überraschend gut umgesetzt. Ja. Und ja, ich habe auch meinen Schuber noch hier, den mir meine Mama damals geschenkt hat, für einen ordentlichen Batzen Geld für sie damals. Und der wird hier auch bleiben. Ja. Sehr schön. Willst du noch bewerten? Sag es ja, es ist schwierig mit Nostalgie. Ja. Also wie gesagt, für mich hat es in die Zeit halt damals sehr gut reingepasst. Also wenn ich es damals bewertet hätte, wäre es, glaube ich, wenn ich es damals nach meinem Standard von heute bewertet hätte, wäre es, glaube ich, 3,5, 4, die ganze Reihe. Also ich mache da jetzt auch nicht Unterschiede zwischen den verschiedenen Büchern, sondern ein Abwasch 3,5, 4. Mhm. Ich glaube eher 4, wenn ich es mir richtig eingestehe. Sehr gut.